Hallöchen. Und jetzt geht es um ein paar wirre Gedanken ums Thema Minimalismus. Minimalismus ist in gewisser Hinsicht eine Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen. Wenn ich mir die Möglichkeit wegnehme, Therapie-Shopping zu machen, wenn ich mir die Möglichkeit wegnehme, mich mit Dingen abzulenken und voll zu dröhnen, dann bleibt ganz, ganz viel Platz, um wirklich anzuschauen, was da drunter liegt. Was die Angst ist, die unter der Idee kommt, ich müsste mich mit möglichst vielen Dingen umgeben. Auf einmal wird die Idee auch weggestrichen, dass Dinge zwangsläufig ein Zeichen von sozialem Status sind und mein eigenen Wert wird nach vorne gebracht, das, was ich bin. Auf einmal können Fähigkeiten an Wert gewinnen. Minimalismus ist viel dafür bekannt, dass Menschen ihre Klamotten aussortieren und besonders dafür bekannt, dass manche extreme Minimalisten gerne nur schwarz tragen. Das muss das aber nicht bedeuten. Minimalismus kann erstmal mehr Items bedeuten und auch bunte Items bedeuten, wenn diese besser zu einem passen und einem unterstützen und Freude machen. Ich finde, dieses bewusste Aussuchen von Konsum kann sich auch wirklich ausbreiten auf Elektronik und Internet. Was für Bücher lese ich? Was für Filme gucke ich? Wie investiere ich überhaupt meine Zeit im Alltag? Was für Gewohnheiten habe ich automatisch, die mir vielleicht nicht mehr dienen? Was für Glaubenssätze habe ich, die mir vielleicht nicht mehr dienen, wo ich da auch ein bisschen ausmisten könnte? Und manchmal tut es wirklich gut, Dinge rauszunehmen, um möglichst wenig zu haben, um das, was man hat, wirklich zu verstehen und wirklich aufnehmen zu können. Und das Beispiel mit dem Häuschen in Bulgarien in den Bergen, welches ihr hier sehen könnt, ist ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte da nämlich keine Dusche zum Beispiel und auch kein Klo. Und die Dusche ist dann Wasser in einer Schüssel. Die Tatsache, dass ich meine Dusche verstehen konnte, dass ich verstehen konnte, da ist Wasser, da ist diese Schüssel, ich verstehe, wie es funktioniert, hat mir richtig gut getan. Auf einmal war meine Dusche vereinfacht. Anstatt dass es ein Gerät ist, welches mit Druck und Gas und Wasser, welches aus irgendeiner Anlage kommt, die ich nicht kenne und Röhre und so weiter. Anstatt dass das meine Duscherfahrung ist, eine, die ich nicht verstehe, war meine Duscherfahrung sehr einfach. Und diese Einfachheit hat mich irgendwie beruhigt und hat mir geholfen, auch noch mehr präsent zu sein in dem Moment, weil ich auch mehr Verantwortung hatte irgendwie für meine Erfahrung, mich zu duschen. Und ihr könnt rausziehen, was ihr wollt aus dieser kleinen Duschgeschichte. Ich fand es schön, das irgendwie zu teilen, weil es mich persönlich weitergebracht hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich möchte jetzt über Herzaufstand sprechen. Es ist eine Messe, die in Berlin Ende November stattfinden wird. Es ist kostenlos, ist ein großes Event mit vielen Workshops und Vorträgen. Und es geht darum, die Themen Nachhaltigkeit und Selbstentwicklung an einem Ort zu bringen. Ich persönlich werde da einen Vortrag/Workshop über Minimalismus geben. Und es wird da besonders darum gehen, wie kannst du Minimalismus wie ein Tool nutzen, um dich selber noch besser kennenzulernen und deinen Lebensstil wirklich zu unterstützen.